Ich fange, gibt vielleicht kurz, worum es geht. Ich mache ein bisschen was, ich muss ein bisschen was zu Kant erzählen, um gewissermaßen den Begriff des Symbolischen kurz vorzustellen, und werde mich dann zu, vor allen Dingen zu Flaubert wenden und später auch dann noch ein bisschen zu Stifter was sagen, sodass alle ungefähr wissen, wohin es geht. Nicht immer ist das, sind das die ganz heißen Texte, aber es ist ja immer heiß im Raum, sodass man sagen kann, die Stifter, die können wir heute auch mal machen. Ist ja schließlich nach Sommer und wir sind mitten im Sommer. Deswegen geht's dazu. Also, ich beginne im Jahr 1857, was nämlich insgesamt ein sehr aufgeregtes Jahr war. Es ist nämlich vor allem das Jahr einer Krise, der sich beschleunigte Vernetzungen von komplexer werdenden Märkten erstmals in solchem Stil zeigen, dass ihre Unterbrechung nicht nur lokale Ökonomien in Atem halten, sondern vor allem so etwas wie das erste Mal eine globale Wirtschaftskrise ausbricht, 1857. Diese versetzte erstmals in der Geschichte nämlich moderner kapitalistischer Gesellschaften, und ich sage moderne, da meine ich den großen, breiten, modernen Begriff, die halbe, nämlich zumindest die nordamerikanische und europäische Welt, buchstäblich in Schrecken vor einer nie gekannten Wucht von Marktverwerfungen, in denen zumal Aktiengesellschaften, Banken und zuletzt auch Staatspapiere unter die Räder gerieten. Nicht? Also 1857 ist da für alle Wirtschaftshistoriker mit Sicherheit eines der wichtigsten Jahre. Ich komme da auch noch zu, wenn es darum geht. Ja, in allen späteren großen Krisen scheint zunächst einmal nichts mehr, wenn man so möchte, selbstverständlich. Also sieht sich etwa niemand anders als der in helle Aufregung geratene Marx veranlasst, Zitat, wie toll die Nächte durch an der Zusammenfassung meiner ökonomischen Studien, so schreibt er in Engels, zu arbeiten. Das Ziel dieser Nächte nämlich ist es, in seinen Grundrissen die zumindest Marx' Wahrnehmung nach untergehende kapitalistische Welt, zu denen die Menschen zu diesem Zeitpunkt in ihren Biografien schon gar keine lebensweltlichen Alternativen mehr kannten, das ist wichtig, gleich dran zu merken, gleichsam noch ein letztes Mal nachzuzeichnen, wenn man so möchte, archivarisch ihre Gesetze zu registrieren und zu verstehen. Nicht? Die Grundrisse sind ja in wenigen Monaten zusammengefimmert worden, weil es wirklich darum ging, den Kapitalismus kurz bevor er zu Ende geht, noch einmal festzuhalten, wie in einer Fotografie, wenn man so möchte. Die Geschichte dieser Krise lautet ungefähr wie folgt. Anfänglich brechen an den Märkten die überbewerteten Aktien amerikanischer Eisenbahnunternehmen zusammen. Es folgen die typischen Insolvenzen in einem insgesamt aufgeblasenen Markt. Dann kommt es nämlich zunächst zu nationalen, dann auch im internationalen Bankensektor zu erheblichen Verwerfungen durch Zahlungsausfälle. Und schließlich lebt an den Finanzmärkten jene panikhafte Unübersichtlichkeit auf, die vor allem zu diesem Zeitpunkt schon so grundlegend ist, da sie in Abwandlung mit Habermas gesprochen in das schöne Buch über die neue Unübersichtlichkeit geschrieben hat. Vor allen Dingen nämlich eines ist, nämlich erst einmal neu. Am ersten Weihnachtstag fasst Marx diese Unübersichtlichkeit, die General Crisis, so nennt er sie, durchwirkt in einem Brief an Marx wie folgt zusammen. Ich fasse das mal kurz an. Das ist eines der spektakulären Zitate. Ich empfehle es sowieso in der Zeit, den Brief von Marx zu lesen. Das sind Freuden, das sind Feste der sprachlichen Wirren. Die Franzosen heißen, werden den Teufel fähig sein, diese Calls zu zahlen, außer die Germans, Hollanders, Swiss, die Large Holders of French Security. Verkloppen sie dann bei dem ersten Serious Alarm, sei es in Frankreich oder Pressure at Home at any price auf der Pariser Börse. So scheint Boustrapa, das ist Bonaparte, 18, Napoleon III., 1858 schwerlich davonkommen zu können, es sei denn, dass er für längere Zeit schon den Belagerungszustand und Assignaten hält. Die ganze alte Scheiße ist im Arsch. Das ist 1857 zu Weihnachten. Es ist allerdings natürlich nicht nur das Jahr 1857, in dem Marx über den Zusammenbruch des Kapitalismus fantasiert und fabuliert, wenn man so möchte. Vielmehr ist es nämlich zunächst einmal auch das Jahr einer Krise, die gerade solche Verhältnisse aufschüttelt, die zu den Grundfesten jener bürgerlichen Gesellschaft gehören, wie sie sich im 19. Jahrhundert breitflächig etablierten, nämlich die Eigentumsverhältnisse. Zwar ändert sich nichts an dem Prinzip, dass es Eigentum gibt. Allerdings sind Krisen wie die von 1857 gerade darum modernen Gesellschaften, wie ich meine, so unheimlich, weil sie zumal jenen Marktteilnehmenden, die in ihnen Teile oder gar das Ganze ihres buchstäblich eigentümlichen Vermögens verlieren, mit der unversöhnlichen Erfahrung konfrontieren, dass eine Welt, die ihnen bis zum Crash wie selbstverständlich erschien, keineswegs von ewiger Dauer, man könnte auch sagen, geschichtlich ist. Vorstellbar wird vielmehr plötzlich der Sturz des Eigentümers in den Stand der Habloseigkeit. Dabei kann kaum Zweifel daran bestehen, dass dieser Eigentümer inmitten jener wie
Karl Polanyi den ökonomischen Wandel eines langen 19. Jahrhunderts einmal bezeichnet hat, Great Transformation, gerade darum in diesem Jahr eine Art von Schock erleben, weil sie ihre buchstäblich eigentümlichen Grund, nämlich das Prinzip des Eigentums für einen Moment ins Schwanken gerät. Also das 1857 aus anderen Aspekten, wir kommen danach zu, auch natürlich auch vielleicht interessant. Dabei ist Eigentum zunächst einmal gar keine moderne Erfindung. Schon Aristoteles kennt es bekanntlich allerdings nur insofern, als es dem Zweck eines gelungenen Lebens dient. Erst durch die Kodifizierung des Eigentums im Rahmen der römischen Rechtsgeschichte hingegen nimmt es ein Element in sich auf, wie es noch moderne Gesellschaften auszeichnet, nämlich dass in ihm eine bestimmte Form von gegenstandsloser Abstraktion liegt. Diese zeichnet sich, zumal wenn umgewendet in Kapital, durch eine Art von Selbstbezüglichkeit im Sinne von Anhäufung und Akkumulation aus, wie wir sie bis heute in explizit kapitalistischen Gesellschaften als vermeintlich natürliche erfahren, auch wenn es vielleicht nicht unmittelbar natürlich ist. Im Kontext einer kapitalistischen Moderne kommt dabei allerdings hinzu, dass die Frage des Eigentums nicht nur als ein juridisch-ökonomisches Problem auftaucht. Viel grundsätzlicher wird es vielmehr gar zu einem Wesensmerkmal bürgerlicher Subjektivität selbst, die dieses Eigentum nicht missen kann, ohne sich selbst, nämlich als Subjektivität im emphatischen Sinne, in Frage zu stellen. Prominentestes Beispiel einer solchen Verhandlung von Eigentum findet sich gewiss in John Lockes Begriff desselben, das sich bekanntlich durch harte Arbeit des je Einzelnen legitimiert und damit jene Form des Eigentums, Individualismus, so wurde das mal genannt von Macpherson, hervorbringt. Diese Vorstellung einer Verknüpfung von Individuum und Eigentum findet schließlich ein, aber wohl bei Hegel seine prominenteste Ausprägung, der in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts eben dieses Eigentum zu einem elementaren Kriterium für eine vollständige bürgerliche und das heißt vor allem freie Form von Subjektivität macht. So, als gehe es nicht zuletzt darum, sich von der wie Kafkas Verschollener es an sie ernannt, besitzlosen, verdächtigen Leuten grundsätzlich abzugrenzen, gilt es nämlich nach Hegel, Zitat Hegel, dass ich als freier Wille nur im Besitz gegenständlich und hiermit auch erst wirklicher Wille bin. Nicht? Also das ist eigentümlich, in dem Sinne, dass es wirklich buchstäblich eigentümlich ist. Also Subjektivität, könnte man sagen, hängt immer an diesem Projekt des Besitzens des Eigentums. Welchen Stellenwert Eigentum für das Selbstverständnis nicht nur des je einzelnen Subjekts, sondern zumal einer sich ausbildenden Modernen, das heißt mit Nancy Fraser einmal treffen, merkt man vor allen Dingen eben kapitalistischen Gesellschaft einnimmt, zeigt sich indessen nirgends besser als bei Kant. Immanuel Kant, genau. Symptomatisch scheint seine Verhandlung insbesondere in seiner Metaphysik der Sitten, in der Kant seinerseits Philosoph der Öffentlichkeit, der Erörterung der Rechtsordnung kurioserweise nicht die Analyse des öffentlichen, sondern des privaten Rechts voranstellt. Dieses Privatrecht und insbesondere die Erörterung des Zitat äußeren, mein und dein überhaupt, erklärt Kant hiermit geradezu zum Fundament einer bürgerlichen Verfassung, auf deren Begründung sein letztes großes Buch ja insgesamt abzielt. Es wird dabei unterschieden zwischen konkretem gegenständlichem Eigentum und abstraktem Besitz. Kants Ziel liegt darin, vor allem, und zwar auf der Basis eines Vernunftbesitzes, so nennt er das, gefestigte proprietäre Verhältnisse zu fixieren, die ihrerseits als Basis einer bürgerlichen Verfassung zugrunde liegen. Insofern in dieser ja eine, Zitat Kant, jedem anderen verbindender, mithin kollektiv allgemeiner, gemeinsamer und machthabender Wille repräsentiert sein solle. Nicht? Also Eigentum, und das ist die Erörterung des Eigentums bei Kant, ist wesentlich, führt wesentlich, wenn man so möchte, die zur Basis dessen, was bürgerliche Gesellschaft und vor allen Dingen eine bürgerliche Verfassung ist. Das mag auf eine Weise überraschen, dass das ausgerechnet Kant macht, aber er macht es. Kants Verhandlung der Besitzfrage läuft dabei auf eine Frage hinaus, die nach dem Prinzip der Gesetze, nach einem Prinzip der Gesetzmäßigkeit verlangt. Und darum gerade nicht bloß auf einen je einmaligen oder singulären physischen Besitz. Kant nennt diesen Besitz einen empirischen Besitz abzielt. Vielmehr arbeitet Kant demjenigen entgegen, was er als den Zitat intelligiblen Besitz
bezeichnet. Ja? Wenn man so möchte, ist eine Denkleistung auf dem zugrunde. Es geht also um die Idee eines Besitzes, die es allererst zu installieren gilt, um, und das ist das Ziel der gesamten Operation, die Rechtsordnung insgesamt als gültig begründen zu können. Nicht nur insofern etwas Vernunftbesitz ist und eben nicht bloß einmaliger Besitz, ist auch die Idee des Besitzes, wenn man so möchte, zu legitimieren. Dabei tritt insbesondere ein Element in Aktion, das kann schon in anderen Zusammenhängen stets dann verwendet, wo die Grenzen der Vernunft, die nach theoretischen Maßstäben gemäß dem Gesetz des Erfahrungsbezugs eingehegt wurden, nach praktischen Gesichtspunkten dort eben zu erweitern sind, wo es für ein Vorwärtskommen nötig scheint. Dies geschieht etwa in Fragen der Ethik, wo Freiheit zwar nicht bewiesen, aber doch immerhin als Zitat, Kritik der Praktikverordnung, Faktum der Vernunft hantiert werden konnte, um überhaupt so etwas wie ein moralisches Gesetz zu ermöglichen. Ebenso war in Religionsangelegenheiten bei Kant zwar kein Gott erkennbar, aber in Gestalt eines Vernunftglaubens doch immerhin eine Art, Zitat, für Wahrhalten desselben möglich und also auch eine, so Kant in seiner Arbeit von 1793, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Nicht? Und genauso operiert er nun mit der Frage des Eigentums. Es geht gleichsam darum, ein Eigentum in den Grenzen der bloßen Vernunft zu skizzieren. In welcher Weise kann, in gleicher Weise nämlich geht Kant nun auch in Fragen des Besitzes vor. Auch hier lässt sich kein intelligibler Besitz eigentlich erfahren und also im engeren Sinne wirklich tatsächlich erkennen. Aber es muss doch angenommen oder so eine elementare Formulierung bei Kant, die immer wieder kommt in kritische Stellen, vorausgesetzt werden. Es geht also um eine Annahme, um eine Voraussetzung, eine Präsupposition und also um Figuren, mit denen Kants Vernunft sich dort zu behelfen sucht, wo ihr ganz buchstäblich der Grund unter den Füßen abhanden kommt, also das Material, wenn sie möchten. Denn die Formel lautet, dass wir die Dinge, wo wir sie nicht wissen, erkennen können, doch immerhin uns vorstellen, sie also annehmen können. Nun betrifft in proprietären Angelegenheiten dieses Element der Vorstellung oder wie sich vielleicht auch formulieren ließ, der Fiktion, wenn man das so möchte, nicht bloß der Vernünftigkeit der Rechtsordnung. Es findet sich vielmehr gar verdoppelt in dem Problem selbst. So gilt es, sich nicht nur einen Idealbesitz notwendig vorzustellen, sondern diese Vorstellungsleistung hat in der Praxis des Besitzens selbst ihren Ort. Und nun ganz kurz Kant. So werde ich einen Apfel nicht darum meinen, weil ich ihn in meiner Hand habe, also physisch besitze, sondern nur, wenn ich sagen kann, ich besitze ihn, aber ich ihn gleich aus meiner Hand, wohin er auch sei, gelegt habe. Im Gleichen werde ich von dem Boden, auf den ich mich gelagert habe, nicht sagen können, er sei darum mein, sondern nur, wenn ich behaupten darf, er sei immer noch in meinem Besitz, ob ich gleich diesen Platz verlassen habe. Worauf Kant hier abzielt, ist die keineswegs selbstverständliche Kontinuität des Besitzens unter der Bedingung des bloßen Vorstellens. Ein Ding nämlich muss auch dann mein sein, wenn ich nicht bei ihm bin, es also nicht auch gegenständlich mein ist. Das macht das Besitzen zu einer durchaus verwickelten Angelegenheit, wie ich meine. Zunächst einmal nämlich sprengt es die Grenzen theoretischer Legitimität, weil es als Praxis den konkreten Erfahrungsbezug gänzlich aufgibt. Dazu zeigt sich an diesem Modell des Besitzens aber auch, dass es mit der Leistung einer jener durchaus berüchtigten Einbildungskraft, wie ich glaube, zusammenhängt, deren Fähigkeit ja Kant bekanntlich darin erkennt, dass sie, Zitat, einen Gegenstand zur Kritik der reinen Vernunft auch ohne dessen Gegenwart in der Anschauung vorzustellen in der Lage ist. Nicht? Also diese Operation, sich einen Gegenstand ohne Anschauung vorzustellen, ist genau das, was in dem Begriff des Eigentums, nun, wenn man so möchte, sich juridisch, würde ich sagen, materialisiert, und das tut es ja eigentlich nicht, aber wenn man so möchte, konstituiert. Das Problem des Besitzens steht damit, wie auch die Angelegenheit der Moral und der Religion im Übrigen, nicht so sehr auf der Seite des Wissens. Vielmehr liegt es im Feld jener Probleme, die hinüberspielenden Fragen des Ästhetischen, zu deren Grundfunktion eben diese Einbildungskraft ja gehört.
Denn es geht auch um Repräsentation, um, so Kant, Darstellung. Also als dessen Vermögen kann diese Einbildungskraft eben auch bezeichnet in der Kategorisation. Und noch mehr, es geht im Spezifischen um solche Darstellungen, die Kant in der Kritik der Urteilskraft einmal als Hypotyposen bezeichnet hat, zu denen bekanntlich vor allem die Symbole, auch die Schemata, aber die Symbole gehören. Also Zitat, indirekte Darstellung, welche, nochmal Zitat, vermittelt eine Analogie, erstlich den Begriff auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung und zweitens die bloße Regel der durch die, und dann zweitens die bloße Regel, Reflexion über jene Anschauung auf einen ganz anderen Gegenstand, von dem der erstere nur das Symbol ist, anwenden. Also es gibt gewissermaßen da auch diese grundsätzliche Spaltung zwischen anwesendem Gegenstand und abwesendem Gegenstand. Wenn ich zum Beispiel Cloud sage, dann meine ich zwar irgendwie einen Computer, Computerdaten, aber eigentlich, wenn man so möchte, spreche ich ja bloß von Wolken. Also wenn man so möchte, das ist dieses Element der Übertragung. Kant nennt hierfür ein Beispiel aus der Welt des Politischen und ihrer Institutionen. Ich glaube, das ist interessant, weil er gewissermaßen, um das zu verdeutlichen, über Institutionen spricht, zu dem auch eigentlich gehört. So wird, Zitat, ein monarchischer Staat durch einen beseelten Körper, wenn er nach inneren Volksgesetzen, durch eine bloße Maschine, aber wie etwa eine Handmühle, wenn er durch einen einzelnen absoluten Willen beherrscht wird, in beiden Fällen aber nur symbolisch vorgestellt. Ja? Also die Handmühle wird gleichsam zum Symbol des absolutistischen Staates. Die Institution des Staates ist also, so scheint es, bloß symbolisch überhaupt darzustellen. Ja, mehr noch, ihre Gültigkeit fußt gewissermaßen, wenn man so möchte, auf eine Art dieser Symbolik, deren Wesen es ist, durch das konkret Abwesende, also in diesem Falle die abstrakte Institution, die wir gleichsam ja nie sehen, in einem Erstersatzgegenstand vorzustellen, der an die Stelle dessen rückt, was im Grunde, wenn man so möchte, nicht unmittelbar und nicht direkt darstellbar ist. Also wenn man so möchte, die Metapher tritt an die Stelle des Dings, weil das Ding selber ja, wenn man so möchte, nicht greifbar ist. Das betrifft Institutionen wie Staat, aber eben auch, wie ich glaube, da komme ich jetzt die Frage des Besitzes. Denn diese Figur überträgt Kant nicht nur auf einen Gott, dessen Erkenntnis ja bloß symbolisch sein darf. Doch wenn in diesem Sinne die Analogie zwischen Vernunftglauben und Vernunftbesitz zu Ende gedacht wird, heißt das dann nicht auch, dass im Kern dieser Idee des Besitzes gerade dieses Prinzip des Symbolischen sein Werk verrichtet. Vernunftbesitz, wie er nicht nur bei dem Sachenrecht, sondern eben der bürgerlichen Verfassung insgesamt zugrunde liegt, ist nämlich, wie es scheint, genau an dieses Prinzip gekoppelt. Zumal seine Kontinuität ist nur möglich, wenn der Besitz auch abwesend, nämlich dadurch, wenn man so möchte, symbolisch vorgestellt wird. Und das heißt, dass Besitz am Ende oder die Praxis des Besitzes am Ende gerade das, wie es eben vor allem ist, eine symbolische Praxis oder zumindest eine Praxis, die wesentlich symbolisch operiert. Und das ist, glaube ich, fundamental und wichtig zu begreifen, weil, wenn man so möchte, die modernen Praktiken des Eigentums, glaube ich, dahingehend sich sehr gut aufschließen lassen. Also mit diesem Einbezug dieses symbolischen Elements liefert Kant ein Programm, das, wie ich glaube, zu so etwas wie dem stillen politisch-ökonomischen Programm eines 19. Jahrhunderts dann auch wird, welches in Abwandlung zu Osterhammels Geschichte dieses 19. Jahrhunderts eben nicht bloß als Verwandlung, sondern mindestens ebenso sehr als eine Anverwandlung der Welt zu bezeichnen ist. Das gilt zumal für die amerikanische Welt, von wo aus die Krise, von wo nicht nur die Krise 1857 ausgeht, sondern wo bekanntlich Grund und Boden in nie dagewesenem Ausmaß in privates Eigentum verwandelt, also, wenn man so möchte, anverwandelt und appropriiert wird. Aber die Frage der Appropriation, also der Aneignung, ist nicht bloß eine der politischen Ökonomie. Sie steht vielmehr, so scheint mir, in strikter Analogie zu ganz grundlegenden ästhetischen Fragen und Problemen dieses 19. Jahrhunderts, das, wie vielleicht keines zuvor, vor allem seiner konkreten Weltverhältnisse unsicher geworden ist. Im Zentrum der ästhetischen Austarierung dieser Verhältnisse zur Welt steht bekanntlich, und das ist, komme ich jetzt zu dem wesentlichen Gegenstand meines Vortrags, der Realismus. Von diesem wissen wir, dass er alles andere als die bloß selbstverständliche Darstellung von Wirklichkeit ist. Man diskutiert zumal dessen literarische Variante in Autoren wie Stendhal, Balzac, Dickens, Hugo, aber auch Keller natürlich, Melville, später Tolstoi, gerade jene Umbrüche, die
zur Great Transformation als Ganzes hinzugehören, in welcher zumal kapitalistische Praktiken und Strukturen die Lebenswelt der Menschen in rapidem Tempo besiegen. Das betrifft zumal jenes Thema, das eben auch den Realismus in all seinen Varianten umtreibt, wenn nicht gar umgeistert, nämlich die entschiedene Neuordnung der Weltbezüge zu den Dingen, also den Dingen insgesamt. Eine Neuordnung, die gerade entsprechend einer Logik arbeitet, wie sie Marx bekanntlich in dem Fetischcharakter der in dem Kapitel über das Fetischcharakter der Waren ausbuchstabierte, nämlich weg von den Gegenständen des bloßen Gebrauchs und hin zu Gegenständen des Tausches und damit eben auch oder vielleicht sogar vor allem des Eigentums. Im operativen Zentrum der Literatur, Realismus steht aber bekanntlich das Erzählen. Nicht, dass, wenn man so möchte, der Motor, die Engine. Oder ist es, na, ich denke, es ist doch irgendwie der Motor. Dabei schwebt dieses Erzählen vielfach wie ein registratorisches Erfassungssystem über sowohl Gegenständen als auch Weltbezügen, wie der Realismus nicht nur einzufangen, sondern zugleich auch zu ordnen versucht. So haben diese Erzählungen zumeist darin, die realistischen Erzählungen zumeist darin ihr Programm, dass sie diese beschreiben und also, indem sie das tun, in den narrativen Apparat gleichsam so aufnehmen, dass es scheint, als wären sie wirklich und als seien sie schon immer buchstäblich die Seinen gewesen, also die Dinge, wären die Seinen des Apparats. Roland Barth hat für diese Leistung bekanntlich jenen Wirklichkeitseffekt diagnostiziert, durch den die literarischen Realismus nicht nur die Welt, wie Fontane einmal gesagt hat, einer Läuterung unterzieht, sondern sie am Ende gerade so darstellt, dass sie nicht nur wie eine wirkliche erscheint, sondern tatsächlich als wirkliche gilt. Das heißt nicht, dass sie wirklich ist, aber als dass sie wirklich tatsächlich gilt. Dabei ist das Problem des Eigentums in mindestens dem Maße zentral für die Erzählliteratur des europäischen 19. Jahrhunderts wie die Kritik desselben bei Zeitgenossen wie Etta Proudhon, Max Stirner, Marx und selbst noch bei John Stuart Mill allgegenwärtig. Das ist das Kuriose daran. Alle sprechen vom Eigentum, aber alle sprechen auch, nicht alle, aber viele zweifeln auch am Eigentum. Das ist im 19. Jahrhundert wesentlich. So arbeitet Balzacs etwa Communion de Man etwa eine Welt der Umbrüche durch, die nicht zuletzt durch fortwährendes Ansammeln, wie aber auch Verlieren von Eigentum sich kennzeichnen. Also wer mal Illusion perdue oder sowas gelesen hat, der weiß, wird wissen, dass da ständig Eigentum abhanden kommt und dann wird wieder Neues angesammelt. Ja, also das ist, wenn man so möchte, die Erzählleistung des Romans. Beispiele finden sich zumal in den Auf- und Abstiegsgeschichten Balzacs. Aber auch Dickens erzählt uns vielgestaltig von The Old Curiosity Shop bis Dombey und Son, vom Sturz in die Haarlosigkeit. Melvilles Moby Dick, zugegeben mein Lieblingsbuch, schildert nicht bloß die Jagd an einem weißen Wal, sondern zunächst einmal auch eine Art von Investment-Story, in dem das Schiff im Port Anteilseigner hat. Die zwar unsichtbar bleiben, aber doch an den Walen, die die Erzählung buchstäblich aufsaugt, ein proprietäres Interesse haben. Und nicht zuletzt sind da in den großen europäischen Traditionen die Romane Tolstois, die sich, denken wir nur etwa in die Figur von Lewin in Anna Karenina, sich an der gesellschaftlichen Schicksalsfrage des russischen 19. Jahrhunderts abarbeiten, nämlich der Verwandlung einer Welt von Gutsbesitzern hin zu Grundbesitzern. Ja, also da wird plötzlich Land verkauft an Leute, die nicht daherkommen. Und das ist die Schicksalsfrage, also möchte der Tolstoi Erzählung. Jetzt könnte es auch ganz andere nennen. Ich wollte es nicht Gustav Freitag nennen und sowas. Also das ist alles oder Keller. Ja, up to you. Da gibt es noch mehr. Den Hintergrund dieser Tendenz, über Eigentum und seine Grenzen zu erzählen, liefert aber gerade jenes Jahr, in dem das Eigentum vieler eben in eine Krise gerät, nämlich 1857. Da komme ich wieder zurück, ist nicht nur das Jahr einer Wirtschaftskrise, sondern auch, und ich lasse jetzt andere große Ereignisse ästhetischer Art, wie Baudelaires Fleur du Mal oder auch Wagner, der am Tristan-Akkord tüftelt, einmal zur Seite. Also dies ist auch das Erscheinungsjahr von Madame Bovarys, von Flauberts Madame Bovary. Der Roman gilt den meisten als Roman des Ehebruchs. Also ist er nicht bloß die bürgerliche Institution der Ehe allein, deren Banken wir im Roman nachvollziehen, sondern ebenso die ihr zumindest anhängliche, wenn nicht sogar wesentliche Institution des Eigentums. Da verliert sich Emma nicht nur bloß an Rodolphe und Leon, sondern auch und vielleicht noch viel mehr an die Umtriebigkeit jenes fahrenden Händlers Leroux und also an die Aneignungspraxis jener im 19. Jahrhundert zur sich entfaltenden Kulturform
des Konsums, nicht? Also es ist ja auch ein Konsumroman. Zwar kein Kaufhausroman, wie ihn Zola schreiben wird, aber ein Konsumroman. Endlich jedoch eingeholt von der Überschuldung und der Unmöglichkeit, diese noch weiter in Form von neuen Wechseln und Krediten zumindest stunden zu können, wendet sie sich schließlich verzweifelt an den Notar Guillemin, den sie aufsucht, um eine Lösung aus ihrem Dilemma zu erwirken. Und hier wird von einem Diener ins Haus gelassen und muss sich für einen Moment im Esszimmer niederlassen. Und dann heißt es da, ein mächtiger Kachelofen brutzelte unter einem Kaktus, das jetzt meisterhaft den die Nische darüber ausfüllte. Und in schwarzen Rahmen hingen an den Eichenbaum braun tapezierten Wänden die Esmeralda von Steuben, glaube ich, wird es ausgesprochen, samt dem Potiphar von Chopin. Der gedeckte Tisch, zwei silberne Schlüsselwärmer, die kristallenen Türknöpfe, das Parkett und die Möbel, alles glänzte peinlich und sauber, spiegelblau und makellos. Die Fensterscheiben waren in jeder Ecke mit feinen, farbigen Fenstern verziert. Und dann eben der buchstäblich eigentümliche Nachsatz, wo es heißt, so ein Esszimmer sollte ich haben, dachte Emma. Der Roman scheint hier auf der technischen Ebene gleichsam vollkommen das, was ihn auszeichnet. Er beschreibt die Welt bis ins Detail und mit ihr das Interieur, also jene, wie Benjamin es einmal für das 19. Jahrhundert bezeichnete, Loge im Welttheater. Zugleich aber, nicht, also alles glänzte peinlich sauber, spiegelblank und makellos, bietet er sie uns und mit ihnen Anna wie in einem Schaufenster an. Und zwar ganz so, als stünde er in einer jener Passagen Paris zum Verkauf. Diese warenhausartige Ausstellung der dinglichen Welt, so scheint es, veranstaltet Flauberts realistischer Roman auch darum, weil er selbst seiner Form nach gleichsam zu einem jener Sammler geworden ist, der zwar, noch einmal Benjamin, die Verklärung der Dinge zu einer Sache macht, aber insofern er ihnen, Zitat Benjamin, nur den Liebhaberwert statt den Gebrauchswert verleiht, daran scheitert durch den Besitz an den Dingen, den wahren Charakter ganz zu sprechen. Das Gegenteil nämlich ist der Fall. Die Beschreibung, in dem Realismus Flaubert ist die rhetorische Haltung der Abundantia mit der konkreten gesellschaftlichen Praxis des Ansammelns sich paart, steigert nur umso mehr das Verlangen danach, die versammelten Dinge auch oder vielleicht gerade zu besitzen. Das erklärt jedenfalls, warum Emmas Lage im Verborgenen eben jener entspricht, wie sie schon dem biblischen Josef zuführt, bei dem es der erwähnte Potiphar war, der ihn für den Pharao als Sklaven, also als Eigentum erwarb. Denn Emma beide ist selbst ist beides gleichsam zugleich. Auf der einen Seite verlangt sie nach dem Eigentum, das ihr die Beschreibung des Romans immer nur provisorisch, also wenn man so möchte, über symbolischen oder direkten Kredit gewährt. Auf der anderen Seite aber wird sie von der, mit Kant gesprochen, symbolischen Leistung der Vorstellung selbst eingeholt, die diese Beschreibung am Ende ja immer auch ist. Denn verstrickt in die, Zitat, lange Geschichte ihrer Wechsel, so heißt es im Roman, nur wenig später, findet sie sich selbst sozusagen, ich muss den Begriff vielleicht abschwächen, ich hätte es versklavt gesagt, aber verdinglicht, sagen wir es mal so, also verwandelt in eine Art von Eigentum, und zwar in das Eigentum einer in diesem Sinne buchstäblich immer eigentümlichen Haltung der realistischen Erzählung. In diesem Sinne also erscheint Flauberts Ästhetik keineswegs als einer der, wie Lukács in seinem berühmten Aufsatz über Erzählen und Beschreiben bemerkte, nur, Zitat, zu den gerühmtesten Gipfeln der Beschreibungskunst des neueren Realismus. Gehört er nicht nur dazu, sondern weil er auf bloßes Beobachten abzielt. Vielmehr stellt er selbst das Element jenes Mitlebens aus, das Lukács eigentlich nur an älteren realistischen Erzählstilen, er nennt sie hier nämlich vor allen Dingen Balzac, dynamisch zu diagnostizieren glaubte, in denen sich, Zitat Lukács, in schweren Krisen endgültig konstituierende bürgerliche Gesellschaft als entstehende und darum unfertige erst noch gestaltet. Nicht? Also das ist Lukács Opposition, Erzählen steht auf der Seite des Mitlebens, da ist noch alles dynamisch, ja, das sind die Figuren Balzacs, da ist man irgendwie dabei und dann gibt es diese eher statische Weise des Beschreibens, zu dem Flaubert, Zola auch neigt. Ich habe da meinen Zweifel eben, übrigens hat Lukács selbst das Zweifel, aber er macht es halt trotzdem.
Schließlich rührt gerade die vergleichsweise abständige Beschreibung des Esszimmers im Roman Emmas Mitleben, wenn man so möchte, unmittelbar an. Denn die Beschreibung ruft zum einen ihre Fantasie an, sie zu besitzen. Und zum anderen zeigt sich halt, wie doch im Grunde sie, Emma, es gar nicht ist, die über Besitzen und Nichtbesitzen zu entscheiden hat. Am Ende könnte nämlich, hat die je einzelne Beschreibung, etwa des Esszimmers, immer schon einen festen Platz in jener schon erwähnten langen Geschichte ihrer Wechsel und fügt sich damit in das Ganze dessen ein, was sie als eine Art von akkumulativen Prozess der wirklichen Welt gegenüber erweist, nämlich in das Ganze einer Erzählung, die eben scheinbar immer um die eine Frage freist, um die Frage, wem gehört's und wem gehört's nicht. Was sich zeigt, ist eine Szene, die zum einen bloß von den Dingen eines Esszimmers spricht, die sich die Erzählung eigentümlich einverleiht. Aber sie spricht darüber hinaus auch davon, wie sie die Menschen selbst an sie bannt, sie gleichsam erzählerisch verdinglicht, sie also selbst zu einer Art von Eigentum, und zwar einem Eigentum der Erzählung macht. Daran zeigt sich das strukturelle Band zwischen Erzählung und Eigentum, zumindest der realistischen Erzählung. Denn hat, was bei Kant die Leistung der symbolischen Vorstellung insgesamt war, die notwendig war, um die Institutionen etwa des Besitzes, aber auch des Staates zu legitimieren, wird in der Zeit der großen Romane, für die Flaubert hier eben nur, wenn ich meine, symptomatisch ansteht, zu einer Leistung narrativer Ordnung, sowie vor allem deren Techniken und Effekten, die sie am Leben halten. Denn also, das also, wie Lukács über den Realismus Flauberts schreibt, die Metapher, die Wirklichkeit aufgebauscht, zur Wirklichkeit aufgebauscht wird, ist im weitesten Sinne schon bei Kant der Fall. Sprich also schon bei Kant, wenn man so möchte, ist die Metapher am Werk und definiert und kreiert, nicht organisiert die Wirklichkeit und unser Verhältnis vor allem zur Wirklichkeit. Nur wird diese Operation vielleicht Flaubert hier nach den Gesetzen einer sehr spezifischen symbolischen Ordnung, nämlich der Ordnung der dynamischen Erzählung und eben nicht der bloß statischen Metapher organisieren. Das hängt im Übrigen auch mit dem Wesen der Erzählung als dem ästhetischen Kerngeschäft des Realismus da zusammen. Denn zu ihrer Neigung, die Dinge und Menschen sich anzueignen, tritt noch ein akkumulatives Element hinzu. Schließlich geht es im buchstäblichen Sinne doch immer auch um eine Art von Anhäufung, die gerade in ihrer narrativen Kontinuität durch das je einmalige Symbol im Sinne Kants noch nicht gewährleistet, oder man könnte auch sagen, noch nicht genug gewährleistet werden konnte. Also Erzählung geht ja auch immer weiter und leistet damit eine Form von Kontinuität. Nicht umsonst bemerkt Marx einmal im Kapital von der Akkumulation, dass, Zitat, ihr Ursprung erklärt wird, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. Aber vergessen wir dabei auch nicht, Erzählung funktioniert, wie wir seit Roman Jakobsen wissen, vor allem eben syntagmatisch. Denn sie funktioniert als eine Art Aneinanderreihung von Dingen, Charakteren, Ereignissen und so weiter, die allesamt durch ein Prinzip verbunden werden, nämlich durch das Prinzip einer horizontal organisierten und also, so Jakobsen, aber auch andere, metonymisch arbeitenden Berührungsassoziation. Also wir springen gleichsam von einem Element zum anderen. Nach dieser springt die erzählerische Ordnung von einem Symbol, nenne ich es jetzt zum anderen, reiht diese aber darin zu einer Kette auf und, so ließe sich vielleicht sagen, bildet gewissermaßen so etwas wie einen Schatz, der vor allem eines ist, der Tendenz nach, nämlich wachsend und unendlich. Dabei wird sie angetrieben von jenen, wie Peter Brooks es einmal nannte, Narrative Desire, das in gewissem Sinne gleich zwei Ebenen steuert. Erstens nämlich steuert sie solches Begehren das System der Erzählung, das im Realismus Flaubert ist, im Verhältnis zur ökonomischen Wirklichkeit zweifelsohne zu einer Art mimetischen Meisterschaft gelangt. Und zweitens aber steuert sie wohl die ihrem Wesen nach auf Unendlichkeit dringende Kette all jener Tausch- und Akkumulationsprozesse, die das insgesamt morphologische Gerüst einer kapitalistischen Gesellschaft insgesamt auszeichnen, die sich bekanntlich in ihrer Dynamik erst nach Kant dann restlos auch entfalten. Ja, also wenn man so möchte, ist eine Dynamisierung des bei Kant noch relativ statischen Projekts der symbolischen Ordnung, aber sie bleibt symbolisch. Beschreiben, wie es Lukács vom Erzählen zu unterscheiden versucht, ist also im Grunde eine Art von Zuliefergeschäft des Erzählens als Ganzes. Doch mehr noch,
Anders nämlich als je nur einzelne Roman ist die Ordnung der Erzählung insgesamt ganz wie jene Realismus zum Problem gewordene kapitalistische Welt des 19. Jahrhunderts auch gewissermaßen unabschließbar. Sie will immer weitergehen. Denn ihr Wesen ist ja bekanntlich schon seit 2001 Nacht zunächst einmal bloß eines, nämlich dass ich, wie schon sagte, immer weitergehen muss. Wir alle kennen den Spruch Benjamins, dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Und genau dieses Weitergehen ist nämlich in gewissem Sinne die Tendenz nach, wenn man so möchte, total. Ich neige fast zu dem Begriff der Totalität, des Totalitären, aber das ist vielleicht ein Schritt zu weit. Denn die Erzählung als Mimik ist endloser morphologischer Tauschprozess, also Nachstellung, Nacheiferung, vermeidet unter den Bedingungen kapitalistischer Moderne nicht bloß ein Ende, sondern verbietet es gewissermaßen. Ja, das ist, glaube ich, ist eine der entscheidenden Gesten des 19. Jahrhunderts, dass das 19. Jahrhundert mit der Frage, um die großen Erzähltexte mit der Frage zurechtkommen müssen, warum das immer so weitergeht. Und das beantworten sie zum einen, indem sie das Weitergehen selbst immer wieder neu inszenieren und ausstellen. Ja, also wenn man Hugo sich auf Seite 650 oder so bei Hugo gelangweilt hat, der ist nicht alleine, denn manchmal ist das auch zu viel des Guten. Realistisches Erzählen macht also zunächst einmal vor allem dies, nämlich immer weiter. Es geschieht jeder Logik gemäß, nachdem in Hannah Arendt die Original Sin of Robbery so bezeichnet wurde, dass sie, so schreibt Hannah Arendt, dass sie had eventually to be repeated, lest the mode of capital accumulation suddenly die down. Ja, also bei Hannah Arendt macht das, was Marx bloß als Erzählen der Vergangenheit formuliert hat, das erkennt Hannah Arendt als etwas, was immer weitergehen muss. Und das formuliert sie nun. Die Ketten von Aneignung werden also gleichsam endlos sein. Es sei denn, sie werden durch einen Zusammenbruch, wenn man so möchte, gebändigt. Und genau solche Gesten des Zusammenbruchs sind es denn auch, die nicht in wenigen Romanen gewissermaßen das Misstrauen auch zugleich der eigenen, ist am eigenen Erzählvorgang spiegeln. Denn die Frage ist, wenn etwas immer weitergehen muss, wie kommen wir das, bringen wir das Ganze gleichsam zu einem Ende? Und da gibt es verschiedene Weisen. Also Gustav Freitags, da wird das alles dann wieder eingehegt und er wird guter, ich möchte, Geschäftsmann, aber andere machen halt andere Interventionen. Da schauen wir uns mal einige an. Das prominenteste Beispiel für den Kollaps einer Erzählmaschine, wenn man so möchte, findet sich wohl in Melvilles Moby Dick. Also einem Roman, der in nicht wenigen Elementen so etwas wie die Allegorie einer solchen prekären Verflechtung von Erzählung und gespiegelt zumindest in dem buchstäblich wahnsinnigen Jagd nach dem riesigen weißen Wal gewaltsamer Aneignung weltlicher Dinge darstellt. Aber eben auch Flauberts Madame Bovary. Sie zieht gewissermaßen die Notbremse. Denn hier läuft, wie wir wissen, alles auf den Selbstmord Emmas hinaus, in dem vor allem sich die Ausweglosigkeit der von appropriativen Lüsten gleichsam überwältigen Spiegel. Und da schreibt Flaubert nämlich im Augenblick ihrer letzten Ölung, ist eine, wie immer bei Flaubert, eine fantastische Passage. Der Priester, heißt es da, erhob sich und ergriff das Kruzifix. Da reckte sie den Hals wie jemand, der dürstet, presste die Lippen auf den Leib des menschgewordenen Gottes und drückte mit aller erloschenen Kraft den heißesten Liebeskuss darauf, an den sie je gegeben hatte. Dann betete der Geistliche das Miserator und Indulgentiam tauchte seinen rechten Daumen in das Öl und begann die heilige Handlung. Zuerst salbte er die Augen, die so sehr nach allen irdischen Lüsten begehrt hatten, dann die Nasenflügel, die so lüstern und linde Lüfte und alle liebesatmende Wohlgerüche gewesen waren, dann ihren Mund, der sich zum Lügen geöffnet, der vor Hochfahrt gestöhnt und in Wollust geschrien hatte, darauf die Hände, die so weich und beseligt zarte Dinge befühlen konnten, zuletzt die Sohlen ihrer Füße, die einst so flink gelaufen waren, wenn es galt, ihre Gelüste zu stillen und die jetzt nicht mehr gehen würden. Ja, das jetzt alle kritischen Elemente raus, aber das ist natürlich eine atemlose Passage. Denn hier wird nicht allein Emmas Ende geschildert. Vielmehr haben wir es im Grunde vor allem mit so etwas wie einer literarischen Meditation über das Ende des Begehrens selbst zu tun. Kein Dürsten, kein heißester Liebeskuss, keine irdischen Lüste und vor allem kein Weitergehen, wenn es galt, die Gelüste zu stillen. Ja, es ist das Ende von Madame Bovary, aber es bedeutet ebenso das Ende, wenn man so möchte, jener Maschine, die das Erzählen antreibt, das Ende einer dem Wesen nach unstillbaren, vor allem unabschließbaren Operation eines Begehrens, das sich, und zwar im 19. Jahrhundert, eingeschlichen hat in ein Erzählen, von dem bekanntlich schon Benjamins Erzähleraufsatz wusste, dass es eigentlich längst in eine Krise geraten ist.
Darin, so meine ich, findet sich auch so etwas wie der Einspruch Flauberts. Ein Einspruch, der, wenngleich theologisch verblasst und irgendwie aus der Zeit gefallen, gegen die Kraft dieses narrativen Begehrens, wie damit im Grunde eben gegen jene Welt sich stellt, die es als symbolische Ordnung gleichsam mimetisch nachvollzieht. Die Welt nämlich von Aneignung, von Aufsammeln, von sich Einverleiben, von Habhaftwerdung, von Akkumulation. Und wie bei Will Will bedeutet das Ende des Romans auch und vielleicht vor allem das Ende oder zumindest die Kritik des realistischen Erzählens. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ganz bisschen, ganz kurz, ja. Deswegen die 4 Seiten. Lassen Sie mich also zum Abschluss dann noch eine andere Form des Einspruchs, über eine andere Form des Einspruchs nachdenken, an der sich so etwas wie das Unbehagen realistischer Erzählung an sich selbst markiert. Ein solcher Einspruch nämlich läge darin, gleichsam so zu erzählen, als ob gerade die dynamischen Grundelemente und vor allem Bewegung und Zeitlichkeit oder einfach, dass etwas passiert, außer Kraft gesetzt werden. Solcher Einspruch, manche mögen es vielleicht schon durchdenken können, führt nochmals ins Jahr 1857 und zwar in die Romanwelt dessen, der mit Lotterien und vor allem mit Eisenbahnaktien große Mengen jenes Geldes verlor, das ihm nicht einmal selbst gehörte. Er führt also zu Stifters Nachsommer. Ne? Stifter ist der große Spekulant und unglückliche Spekulant der, was hier, deutschen, zumindest der österreichischen Literatur. Ne? Dieser Roman ist nämlich vieles: Bildungsroman, aber auch natürlich Roman über Modernisierung und vor allem der Abkehr und der Abwehr von Modernisierung. Aber eben auch, und so hat Arnold Stadler den Roman angezeichnet, ist er ein Roman ohne Plot. In vielem nämlich, so scheint es, ist der Nachsommer jedenfalls ganz wesentlich einfach so auf eine im Grunde widersprüchliche Weise gerade erzählerisch eben jenen Mechanismen zumindest zu besänftigen, die für gewöhnlich die Erzählung selbst, zumal in ihrer modernen Gestalt, antreiben und am Leben erhalten. Denn er will, Zitat, keine Unordnung machen, will die Gegenstände so aufbewahren, dass an deren, Zitat, Bewegung doch immer eine Ruhe herrsche, so der Roman. Der Roman zielt also darauf, gerade jene Unruhe in diesen Gegenständen wie an der Welt überhaupt zu bannen, die sie beherrscht, sofern sie erst einmal in die unheilvolle Sphäre, wenn man so möchte, von Zirkulation und Tausch geraten ist und also in die Welt von, die Aufzählung präsentiert, Stifter hier immer wie immer ohne Komma, Zitat, Verkehr, Handel, Aufschwung, Fortschritt oder wie alles heißt, was begehrenswert erscheint. Zitat Ende. Also, wenn man so möchte, ist es eine Versuchsanordnung, einmal so zu erzählen, als würde man nicht erzählen, in vielen Elementen. Ja, also, wer den Nachsommer gelesen hat, wird diese eigenartige Spannung schon einmal gefühlt haben. Dabei sind die zentralen Schauplätze, nämlich Riese aus Asperhofen, Mathilde Sternhof, zunächst einmal, wenn nicht aus der Zeit gefallene, so doch zumindest aus der Zeit gerissene Idealordnungen. Sie sind auch ökonomische Idealordnungen. Hier versucht der Roman, seinen insgesamt blassen Helden, diesen Heinrich Drendorf, den Effekten jener begehrensvollen Kräfte zu entziehen, die, wie wir gesehen haben, die Literatur, wie auch ihre Figuren in den neuen kapitalistischen Unübersichtlichkeiten zu verstricken und auch gelegentlich zu beschädigen drohen. Beide Schauplätze liefern dabei so etwas wie eskapistische Welten einer nach bekannten sanften Gesetz, so ja im bunten Stein formuliert, eingeordneten und zumindest dem Schein nach selbstbezüglichen und selbstgenügsamen Zweckmäßigkeit. Das ist ein anderes großes Wort des Romans. Dabei sind sie aber womöglich in entstellter Weise so etwas wie jene von Althusser und Balibar bezeichneten symptomalen Antworten. Also die Schauplätze sind gleichsam symptomale Antworten auf eine Frage, die nur einen Fehler hat, so Althusser und Balibar, Zitat, sie ist nicht gestellt worden. Also in dem Sinne, glaube ich, dass Stifter tatsächlich so eine Art von symptomatischem Autor ist, der also gleichsam das, indem er es vermeidet, gleichsam aufs Tableau bringt. Das kann keiner so unnachahmlich wie Stifter. Diese Frage, so scheint mir, ist wohl vor allem die nach jenen Weltbezügen von Zirkulation und Eigentum, wie sie das 18. Jahr, 19. Jahrhundert insgesamt beschäftigt, nicht umsonst der erste Satz des Nachsommers, mein Vater war Kaufmann. Also die Frage ist sofort da und taucht immer wieder auf. Denn das, wenn man so möchte, Unbewusste an der erzählerischen Steifheit des Romans liegt gerade in der Latenz jener Logik, die doch zugleich immer auch die Kraft der Erzählung antreibt
welche die Techniken der Einhegung jederzeit aufzubrechen und damit, um in dem Bild zu bleiben, das buchstäblich verdrängte, mit Freud gesprochen, also die moderne Welt da draußen hinein hereinzulassen braucht. An dieser Spannung zwischen drängender Erzählung auf der einen Seite und penibler Einhegung deren Drängens auf der anderen Seite bildet sich jedenfalls ein grundlegender Widerspruch der Erzählleistung eines Realismus, zumindest des stifterschen Realismus, der, wie ich meine, nirgendwo befremdlicher ausgestellt ist als eben in diesem Nachsommer. Der Widerspruch nämlich liegt darin, dass der Realismus, indem er die Figuren von den begehrenswerten Dingen fernzuhalten sucht, gerade auf eben jene Praxis zurückgreift, die an der sich entfaltenden kapitalistischen Ordnung von Welt und Dingen und vor allen Dingen Eigentumsbeziehungen in intimstem Maße partizipiert, nämlich Erzählung. Um dabei das unruhevolle Element der Erzählung gleichsam zu besänftigen, wird der Roman, der Nachsommer, ein Roman, in dem so gut wie nichts tatsächlich passiert, in seiner daraus entstehenden spannungsvollen Ruhe ist er aber auch das, was sich als Roman der Gegenstände bezeichnen lässt. Einschlägig dafür sind die Listen von, Zitat, Gerätschaften, von denen es ja viele gibt im Roman, die jede Gefahr eines Neuen gleichsam darin zu bauen hoffen, dass sie als altertümlich bezeichnet werden. Man lässt sich an den vielen versammelten Antiquitäten, die es im Roman ja gibt, keineswegs verbergen, dass sie nicht bloß ererbte, sondern von dem in Eigentumsverhältnissen außerordentlich geschlagenen Kunsthändler und Börsenspekulanten Risach erstandene und also marktgängig appropriierte sind. Selbstständige Gegenstände sind sie darum nur, insofern ihre Selbstständigkeit eine von der erzählerischen Illusion erborgte ist. Das macht auch die bedeutungsvolle Risa von der Zitat Ehrfurcht vor den Dingen, wie sie an sich sind, eigentümlich verdächtig. Und fast erscheint wie Ideologie die Behauptung derselben, da sind wir ja, wie die Behauptung derselben, dass er, Zitat, und das ist in der Mitte ungefähr, nicht auf unseren Nutzen sah, sondern auf das, was die Dinge nur für sich forderten und was ihrer Wesenheit gemäß war, damit sie das wieder werden, was sie waren und das, was ihnen genommen wurde, erhalten, ohne welchen, das ist tatsächlich welchem, ja, sie nicht sein können, was sie sind. Mit Marx gesprochen, bildet Risachs Welt also so etwas wie die Fantasie einer Welt reiner Gebrauchswelt. Also einer Welt, die sich nicht, wie Zitat Marx, metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischen Mucken verliert, wie sie bekanntlich den Fetischcharakter der Waren bestimmen, sondern in der sie, Zitat, Dinge unmittelbaren Gebrauchs, bloß das sind, was sie sind, gleichsam ohne etwas, das eigentümlicher, wie etwa als ein eigentümlicher Wert, ohne etwas zu bedeuten. Diese Illusion bloßer Dinge soll darin Ordnung gewähren, soll buchstäblich für Ordnung sorgen. Doch kollidiert sie eben auch mit der Form des Romans selbst. Denn weil der Realismus, wie Stifter ihn präsentiert, den syntagmatischen, metonymischen, akkumulativen, ja appropriativen und vor allem auch begehrensvollen und begehrenswerten Elementen nichts anderes entgegenzusetzen hat, als wiederum gerade jene Praxis der Erzähler, die ja eben auf genau diesen Elementen ihr Leben, die ja eben genau diesen Elementen ihr Leben allererst verdankt. Darum ist nichts, wenn man so möchte, an der stifterschen Ruhe auch tatsächlich beruhigend. Nicht? Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Stifters Ruhe und tatsächlich dem Element der Beruhigung, der nämlich nirgendwo auftaucht. Im Gegenteil, die Geister, also das Erzählen Geister eines bei Stifters bisweilen radikalen Realismus, sind längst hereingelassen. Das heißt auch, die Dinge, von denen erzählt wird, sind unbedingt solche, die schon längst die Eigentümer gewechselt haben. Und so möchte ich am Ende das fast beinahe streichen, wenn Nathalie einmal gegenüber Heinrich im Roman bemerkt, alles ist so schön, das ist ein fantastischer Satz. Dass es fast zu schön ist. Ja, man könnte sogar sagen, alles ist zu schön, alles ist so schön, dass es zu schön ist. Vergessen wir nämlich auch nicht, es ist immerhin das Jahr 1857. Und damit ende ich jetzt erstmal. Dankeschön.